Bundel. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in echten Krisenzeiten. Die Corona-Krise beschäftigt uns Tag für Tag, jeden Einzelnen von uns persönlich. Sie beschäftigt uns in der Wirtschaft, und sie fordert die Gesundheits- und Sozialsysteme aller Länder weltweit heraus. Wir sind im Moment noch gut durchgekommen durch die erste Welle. Aber die zweite Welle kommt, und mit der zweiten Welle kommt eine fulminante Wirtschaftskrise. Minus 5,8% Prognose für dieses Jahr. Und damit verbunden ist auch eine Haushaltskrise. Wir diskutieren jetzt einen Haushalt mit einer Neuverschuldung von 96,2 Milliarden Euro. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, es tut mir körperlich fast weh, für diesen Haushalt am Ende die Hand heben zu müssen. Weil ich bin mal angetreten für eine schwarze Null. Und meine Damen und Herren, ich weiß, es sind besondere Zeiten. Es ist eine Krise, und wir müssen jetzt nicht sparen, sondern wir müssen gegen die Krise investieren. Aber die Zeiten der schwarzen Null müssen dringend wieder kommen, und dafür werde ich kämpfen. Und alleine damit wären wir eigentlich schon gut beschäftigt. Aber wenn wir dann den Blick über den deutschen Tellerrand hinauswerfen, dann merken wir plötzlich, dass um uns herum ganz viel passiert, das uns noch in viel größere Krisen stürzen könnte. Russland beispielsweise hält sich buchstäblich nicht mehr an Grenzen oder irgendwelche völkerrechtlichen Regeln. In Belarus taumelt ein Regime seinem Abgrund entgegen mit ungewissem Ausgang. In Bergkarabach wird ein eingefrorener Konflikt plötzlich wieder ganz heiß. Mit Griechenland und der Türkei stehen sich plötzlich zwei NATO-Partner in einem sehr ernsten, fast bewaffneten Konflikt gegenüber. Im Nahen und Mittleren Osten ist ein Riesenpulverfass. Die Konflikte hier aufzuzählen, würde meine Redezeit sprengen. Und in Nordafrika droht eine Kettenreaktion an zerfallenden Staaten. Dazu kommt die systemische Herausforderung durch China und der ungewisse Weg unserer amerikanischen Partner, auch mit Blick auf die NATO. Und wenn ich einen Strich darunter ziehe, meine Damen und Herren, dann kann ich sagen, die Anzahl derer außerhalb Europas, die es gut mit uns meinen, ist überschaubar. Und aus dem Grund tritt in dieser Zeit der gleichzeitigen vielen Krisen plötzlich wieder eine Aufgabe des Staates in den Vordergrund, die wir lange Zeit etwas vernachlässigt haben, nämlich die Wahrung der äußeren Sicherheit unseres Landes. Und es ist nicht nur Aufgabe der Bundeswehr. Nach mir spricht jetzt auch gleich der Entwicklungsminister. Auch er leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Wir haben die zweitgrößten Entwicklungsausgaben der Welt. Wir haben das massiv aufgestockt. Vorher war das Außenministerium dran. Auch die leisten einen Beitrag. Aber wer die Sicherheit Deutschlands und seiner Verbündeten wahren möchte, muss in der Lage sein, sie im Ernstfall auch zu verteidigen. Und die Verteidigung heute geschieht nicht mehr alleine auf Land oder auf See, lieber Ingo, oder in der Luft, sondern genauso im Cyberraum, auch im Weltraum. Und meine Damen und Herren, jetzt bin ich beim Verteidigungshaushalt, weil wir es ja nicht im luftleeren Raum diese Diskussion führen, sondern in einer konkreten Bedrohungssituation für uns und unsere Bündnispartner. Und wir haben gelernt, der Verteidigungshaushalt wächst leicht auf. Wir kommen dem Ziel, dass wir uns verteidigen können, glaubhaft verteidigen können, einen Schritt näher. Aber aus meiner Sicht reicht es bei Weitem noch nicht aus. Und wir haben seit einigen Wochen ja wieder die Diskussionen des Verschiebebahnhofs. Doch jetzt lieber neue Flugzeuge, kommen vielleicht doch nicht, nehmen wir dann lieber U-Boote. Korvetten, doch lieber neue Panzer, schwere Transporthubschrauber oder TLVS oder wie es im Moment aussieht, keines von beiden. Meine Damen und Herren, zu diesen Entscheidungen werden bildlich gesprochen im Moment die Planer im Bundesverteidigungsministerium vom Bundesfinanzminister gezwungen.
weil die Decke des Haushalts zu kurz ist. Und man kann sie hinlegen, wie man will. Mit einer kurzen Decke kann man vielleicht irgendwie einschlafen, aber man kann in keinem Fall ruhig schlafen. Und weil der Kollege Lindner vorher gesprochen hat über Priorisierung, es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr in einem luftleeren Raum ein Wünsch-dir-was-Spiel spielt, sondern es gibt von der Bundesregierung und jetzt auch gemeinsam mit den europäischen Partnern eine Bedrohungsanalyse. Auf Basis dieser Bedrohungsanalyse gibt es eine Aufgabenverteilung im Bündnis. Es gibt Zusagen, welche Rolle Deutschland, welche Aufgaben wir in der NATO übernehmen. Auf der Basis gibt es ein Fähigkeitsprofil und auf der Basis gibt es eine Finanzplanung. Und diese Finanzplanung sollte Grundlage für unsere Entscheidung auch im Haushalt sein. Und meine Damen und Herren, seit 2015 haben wir es geschafft, Jahr für Jahr der Bundeswehr auch immer mehr Mittel zur Verfügung zu stellen und auch dem das zur Verfügung zu stellen, was sie braucht. Die Trendwenden, Personal, Finanzen, Material, sie wirken. Sie kommen bei der Truppe an. Truppenbesuche heute laufen anders ab wie 2014. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, die fehlen und was nicht in Ordnung ist. Aber das ehrliche Bemühen auch dieses Parlaments, dass wir der Truppe die notwendigen Ausgaben zur Verfügung, die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, dass mehr Material zuläuft, ist auch in der Truppe und bei unseren Partnern angekommen. Aber wir dürfen jetzt aufpassen, wir müssen jetzt aufpassen, dass diese Kurve nicht abknickt. Wir sind in einer Krisenzeit, aber gerade in einer Krisenzeit müssen wir ganz besonders in Vorsorge und in Sicherheit investieren. Und dazu leistet die Bundeswehr einen ganz wesentlichen Beitrag. Und deswegen bitte ich Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir in der Krise auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt nicht an der falschen Stelle sparen. Und die falsche Stelle wäre aus meiner Sicht die Sicherheit unseres Landes. Dies ist eine Kernaufgabe unseres Staates. Hier dürfen wir nicht sparen, und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Kollege Reinhard Brandl. Der letzte Redner zu Einzelplan 14 ist der Kollege Thomas Hitschler, SPD.